Ja, es geht los mit dem zweiten Video von meiner Erfahrung von meinen ersten ja, DVDs-Filme vom Rebuy. Das ist das zweite Video mit den restlichen fünf Filmen. Insgesamt hatte ich ja 10 bestellt. Ja, die Etiketten hier, das nervt auch. Fast bei jedem, ja, bei jedem Film sind welche dran geklebt, bei den Hüllen, zum Beispiel bei den Emerys von der DVD und so, da nervt es schon, geht nicht bei jedem leicht ab. Also, das musste echt nicht sein, dass sie das da bei jedem Film da irgendeine Nummer da Etikett draufkleben. Silent Hill habe ich seit längerem nicht mehr gesehen. Den werde ich mal wieder mir anschauen. Optisch, ja, sehr guter Zustand, hier kann man es erwähnen. Also bei den meisten hat es gestimmt. Leute, also ich war auch sehr gespannt auf die Zustand von den Filmen, wie der Zustand war, ist. Das habe ich mich immer gefragt und ja, jetzt habe ich meine erste Bestellung und im Allgemeinen bin ich zufrieden. Ein schwarzes Schaf war im ersten Video zu sehen. Die Collector's Edition von Saw 2. Also, das geht natürlich gar nicht. Im ersten Video war das zu sehen mit dem Booklet und dass die Disc da rausspringt und dass man das nicht befestigen kann. Dafür waren die anderen Sachen. Ja, ich habe auch für die Collector's Edition von Saw, glaube knappe 2,50 oder 3 € bezahlt. Also, das geht dann schon in Ordnung. Und ich habe es bei den anderen Filmen jetzt. Hier sieht man es beim Remake von The Hitcher. Optisch schon das Äußere sehr gut im Zustand. Ja, die Versandkosten sind auch, also auf jeden Fall beim ersten Mal sind sie hoch, wenn man so FSK 18 Titel holt mit der ID-Prüfung und Altersnachweis und so, da kommt man schon auf 8 € bei der Erstbestellung. Im zweiten wird das, glaube ich, so circa 2 € oder 2,50 billiger, also man zahlt trotzdem seine 6 €. Also die Versandkosten sind schon hoch. Aber dafür gibt es jetzt gerade mal so wie Hatchet jetzt ein Schnäppchen, wo ich jetzt auch nur circa 3 € glaube ich gezahlt habe. Äußere war jetzt am Stil leichtere Gebrauchsspuren vorhanden. Also nicht immer sehr gut, ist sehr gut, aber in dem Fall waren die meisten ganz okay. Vor allem, wenn man jetzt den Preis nimmt. Und wo der Film jetzt auch nicht unbedingt neu sein muss. Aber der Zustand ist schon ganz okay hier, sieht man. Da ist sogar noch so eine Serie mit dabei. Einige davon habe ich richtig Bock wieder mir anzuschauen, vor allem jetzt auch Hostel in der DVD-Steelbook-Version. Ja, die einzelnen Filme könnten wir also den Zustand auch etwas besser beschreiben. Vielleicht noch ein, zwei genauere Stichpunkte zum Zustand von den Filmen. Da steht auch nicht so viel bei Rebay. Also wie bei D drin. In allgemein bin ich trotzdem zufrieden mit meiner Ausbeute und was ich gezahlt habe. Ich werde sicherlich nochmal dort bestellen. Ja, Leute, das war's von mir. Wir hören uns und
bis zum nächsten Mal.